Wenn Manu-chan im Bild ist, dann muss es Mittwoch sein. Tatsächlich, ich bin wieder ein bisschen fitter. Sie lutscht ein Bonbon, um vorzubeugen, denn wir sind hier alle schon ein bisschen am Schniefen und am Husten und einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Deshalb bereiten wir uns hier dementsprechend drauf vor. Doch das soll gar nicht das Thema sein, denn wir wollen uns auf das vorbereiten, was der Markt uns heute bietet. Und da ist ja keiner besser, an dieser Stelle zumindest mal, als Shimizu-san. Den will ich als allererstes mal befragen, was er denn von der aktuellen Situation hält. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, das mit dem Englischen ist ganz schwach, mit dem Japanischen noch viel mehr, keine Sorge, ich werde das gleich für Sie im Anschluss nochmal zusammenfassen, damit Sie auch im Bilde sind. Shimizu-san, what is most important for you today? Today, as you know, we have a partial shutdown in the U.S. Federal government. And so, economic release is rare, but we are in the earnings season, adding announcement season, and today we have a chip semiconductor-related companies that are releasing their numbers. Today we have a Lam Research, which is a semiconductor manufacturing equipment maker, way up in upstream on the chip business, announcing their numbers after the market closed today. And also after the market closed today, Texas Instrument and Xilinx, same with the semiconductors, they are announcing their numbers. And tomorrow, Thursday, after the market closed Thursday, Intel comes in. And as you know, we have, we know that chips are really, really over inventory. There's a lot of the chips that are in the market, and so they need to reduce that inventory at the moment. But at the same time, okay. So therefore, we have a little bit of a pressure coming in on a chip related stock. They are down. They came back a little bit, but they're not as back as any other sectors. So they're kind of having a little bit of stress coming back up. Because of the inventory. Okay. Another story is 5G is coming up. Indeed. 5G is coming up. This might be a game changer. This certainly will be a game changer for cloud and also data centers. Some of the companies, I am expecting like a company like a Texas Instrument might be in a good position to ride on the 5G, change to 4G to 5G. I don't know about the rest, but that's the only thing that might be changing the story, unless market forgives a chip related stock. They are low enough. Okay, we're gonna lift you. I don't really think that's gonna happen, but that might happen. But we already have a Dutch semiconductor company, ASML Holdings. They announced their quarter today, and not the announcement, but their expectation for January and the March quarter, that will be a first quarter of 2019. They warned their sales. So, saga continues. We'll find out. But watch out for the chips. Have a good trading. Thanks, Anat. Arigato gozaimashita. Also ich fasse das nochmal zusammen in der Hoffnung, dass ich das alles hinkriege. Aktuell ist sicherlich ein Thema ganz besonders wichtig. Das ist die Earnings Season, das sind die Zahlen, die veröffentlicht werden. Und aktuell ist für die Semiconductor, also für die Halbleiter im Prinzip die Saison. Lam Research kommt mit Zahlen um die Ecke. Wir haben schon ASML, die Zahlen schon veröffentlicht haben. Und das ist doch durchaus schwierig. Intel kommt morgen wohl raus mit Zahlen, morgen oder übermorgen, gucken Sie notfalls nochmal nach, ich bin da nicht mehr 100% sicher, aber das steht jetzt alles hier auf der Matte und das ist ein ganz wichtiges Thema, denn auch im Zuge der Bitcoin-Geschichten, die ja nun ein bisschen an Drive verloren hat, ich hoffe, Sie mussten nicht darunter leiden, sind viele auf ihren Chips sitzen geblieben. Das heißt, man hat hier ein volles Lager und weiß nicht wo richtig wohin damit. Das heißt, für die Preise ist das sicherlich nicht vorteilhaft. Und solange die Anleger nicht, so hat er gesagt, jetzt auf einmal anfangen, Mensch, ihr seid so niedrig, ihr seid so sehr gefallen, wir helfen euch, wir kaufen euch wieder hoch aus Mitleid, was wohl weniger passieren wird, ist die Chance nicht so sehr groß, dass da ein richtiger Impuls kommt. Also das sieht zumindest mal für die Halbleiterbranche nicht so toll aus, Hightech. Ein bisschen eine Chance ist in 5G, dass da vielleicht ein bisschen Momentum nochmal aufkommt. Ob das jetzt tatsächlich sofort losbricht, werden wir sehen.
die Chancen sind zumindest mal da, dass der Markt auch daraus nochmal wieder ein bisschen beflügelt wird, wenn auch schon nicht von den Zahlen, die wir jetzt aktuell zu erwarten haben. Wie sieht es insgesamt am Markt aus? Die Indizes kommen ja tapfer runter, das ist durchaus natürlich, das wäre auch noch nichts irgendwie Außergewöhnliches. Der DAX zum Beispiel, der braucht einen Rücksetzer, das kann auch nochmal ein bisschen weitergehen. Das letzte Zwischentief wäre hier eine Marke, wo wir nochmal drauf hingucken könnten. Einfach so mal Fibonaccis einzeichnen, 50% Marke, sowas in die Richtung, das kommt immer ganz gut als eine Zielmarke. Auch der Dow Jones hätte noch ein bisschen eine Chance nach unten. Aber wer hier genau hinguckt, zum Beispiel auch Intraday, der sieht, dass wir mindestens am Ende mal mit ein bisschen Schwung auch wieder nach oben gekommen sind. Also da ist man sich offensichtlich noch nicht ganz einig, ob es jetzt noch mal runtergehen soll, kann oder muss, oder ob der Markt doch wieder noch ein bisschen mit Stärke da trumpft. Also die Chancen nach oben, die sind noch immer da. Wenn es auch Chancen erstmal gibt, dass wir ein bisschen nochmal runterkommen, beim DAX zumindest mal, sehe ich das recht realistisch. Für heute ganz konkret könnte ich mir sogar vorstellen, dass der DAX ein bisschen hochkommt, der amerikanische Markt hochkommt, wir dann vielleicht gegens Wochenende oder dann Anfang nächster Woche dann nochmal ein bisschen runterkommen. Das werden wir dann im Feintuning nochmal besprechen müssen. Aber so die Grobrichtung liegt damit zumindest erstmal fest. Im großen Sinne haben wir eine gute Chance für nach oben. Im ganz Kleinen auch nach oben und dazwischen für die nächsten Tage und vielleicht ein, zwei Wochen müssten wir eigentlich mal einen Rücksetzer haben. Wir werden sehen, ob der dann kommt nach der kleinen Rallye, die vielleicht für heute und vielleicht auch für morgen dann noch ansteht. So, in diesem Sinne sage ich hier an dieser Stelle Schluss. Aber wenn wir hier zusammenkommen schon mal und ich wieder fit genug bin, um hier an der Börse zu sein, dann natürlich im Gruppenbild und come closer, please, for the final picture. Und alles Gute von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.